Das ist auch ein Thema, das sie schon ihr Leben lang irgendwie ein bisschen mit sich mitgeschleppt hat. Also ich glaube, dass auch über die vielen, vielen Jahre hinweg hat sie immer wieder schon gesagt, dass sie eigentlich den Albtraum von so einer Pflege oder sowas, dass sie das eigentlich nicht erleben möchte. Und deswegen war das für mich jetzt keine Überraschung, dass sie irgendwie diesen Griff in die Autonomie irgendwie nicht loslassen möchte. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer, dieses Gespräch auszuhalten. Aber das ist dann auch irgendwie die Verantwortung gegenüber einem Menschen, den man liebt, dieses Gespräch dann auch zu machen. Das, was es schwierig gemacht hat, ist, dass man dieses Gespräch nicht einmal geführt hat, sondern über die letzten 3 Jahre wahrscheinlich weit über 100 Mal.